Das Food-Projekt ist quasi ein Raum in der LaSalle-Straße. Dort gibt es ein Wohnprojekt und wir haben unten irgendwie öffentliche Räume für verschiedenste Sachen. Und dort haben wir einen kleinen Raum eingerichtet, wo wir quasi regelmäßig Öffnungszeiten haben. Und wir holen die Woche über quasi Lebensmittel, die andere Leute wegschmeißen würden, tun die dort in den Raum rein und dann können Leute kommen und sich die zu bestimmten Öffnungszeiten einfach abholen. Und das passiert kostenlos oder wer möchte, kann eine Spende geben. Für mich hat das was sehr gesellschaftskritisches, weil wenn man sich so den ganzen Lebensmittelmarkt anschaut, steckt der genauso mit drinne im ganzen kapitalistischen System wie viele andere Sachen. Also wieso das Ganze umsonst ist, liegt also für mich auf der Hand, so wenn Sachen einfach nicht mehr gebraucht werden. So, warum soll ich das wegschmeißen? Es gibt immer so, funktionieren allgemein ja Umsonstläden, ne? Sachen, die Mensch nicht mehr braucht. So, bevor er es wegschmeißt, gibt er das in einem Umsonstladen. Bei uns funktioniert das halt mit Lebensmitteln. Also man merkt ja, es geht ja nicht mehr darum, irgendwie Essen zu produzieren, damit Leute satt werden, sondern es geht darum, irgendwie Geld zu machen damit. So, und da sagen wir, nee, es kann auch irgendwie anders gehen. Und da ist halt unser Ansatz zu sagen, okay, die Lebensmittel, die eigentlich im Überfluss da sind, die nur keiner verwendet und sogar wegschmeißt, die sammeln wir einfach auf und verteilen die an alle. Also da geht es auch nicht darum, einen Sozialausweis zu haben. Da kann einfach jeder kommen, weil es geht uns ja alle was an.